Wenn ihr alle eure vertraulichen Daten an einem Ort speichert, müsst ihr dem Anbieter vertrauen können. Es ist normal, sich Sorgen um die Sicherheit eurer Anmeldeinformationen zu machen, wenn ihr einen kostenlosen Passwortmanager nutzt. Sind kostenlose Passwortmanager überhaupt sicher? Und sind sie so zuverlässig und sicher wie die kostenpflichtigen Optionen, die es gibt? In dieser Rezension von Passwortmanagern gehe ich auf die Unterschiede zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen ein und beantworte die Frage, wie sicher sind kostenlose Passwortmanager? Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel, also besucht doch bitte den Kanal und abonniert ihn für weitere bewährte Praktiken, wie man online sicher bleibt, Tutorials und VPN-Bewertungen. Was sind also die Unterschiede zwischen den kostenpflichtigen und den kostenlosen Passwortmanagern? Die meisten Anbieter bieten eine kostenlose Version ihres Produkts mit den meisten Funktionen, die man braucht, um ein sicheres und zuverlässiges Passwort zu erhalten. Je nach Anbieter muss man allerdings einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Bei den meisten kostenlosen Passwortmanagern zum Beispiel könnt ihr die Zugangsdaten nicht mit anderen teilen. Wenn ihr also die Passwörter an Familienmitglieder oder Freunde weitergeben wollt, müsst ihr euch eine kostenpflichtige Version zulegen. Kostenlose Passwortmanager bieten in der Regel auch nicht die Möglichkeit, Passwörter geräteübergreifend zu synchronisieren. Wenn ihr euch also für einen Dienst auf eurem Computer anmeldet, müsst ihr die neuen Passwörter manuell zu euren mobilen Geräten hinzufügen. Darüber hinaus gibt es kostenlose Versionen von Passwortmanagern, die oft die Anzahl der Geräte, die man gleichzeitig verwenden kann, und die Anzahl der möglichen Passwörter begrenzen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, ob es sicher ist, eine kostenlose Passwortmanager-Software zu verwenden. Sind Sie sicher? Nun, die meisten Passwortmanager speichern eure Anmeldedaten mit militärischer Verschlüsselung, sodass man nur auf eure Daten zugreifen kann, wenn man euer Masterpasswort hat, welches ihr mit einer Zwei-Faktor- und einer biometrischen Authentifizierung kombinieren könnt, um sicherzustellen, dass niemand anderes auf eure Information zugreifen kann. Aufgrund des harten Wettbewerbs zwischen Passwortmanagern setzen viele beliebte Anbieter auf das Freemium-Modell, das einen kostenlosen Zugang zum Hauptdienst zur Verfügung stellt, wobei zusätzliche Funktionen als kostenpflichtiges Upgrade erhältlich sind. Aber sind kostenlose Passwortmanager auch sicher? Nun, das Maß an Sicherheit, das die kostenlose Version bietet, ist im Wesentlichen das gleiche wie bei den kostenpflichtigen Versionen. Natürlich ist nicht jeder Passwortmanager da draußen eine gute Wahl. Hier sind meine 5 Favoriten der besten kostenlosen Passwortmanager-Apps, denen ihr vertrauen könnt. Dashlane ist ein hervorragender Passwortmanager, der eine solide kostenlose Version anbietet. Dashlane funktioniert mit allen gängigen Plattformen und Browsern, einschließlich Opera und Microsoft Edge. Es ermöglicht die Generierung von komplexen Passwörtern und das bequeme automatische Ausfüllen von Anmeldeformularen. Dashlane bietet auch eine Berichtfunktion zur Passwortstärke an, die euch wissen lässt, welche Passwörter für mehr Sicherheit aktualisiert werden müssen. Mit dem kostenlosen Tarif könnt ihr bis zu 50 Passwörter auf eurem Gerät speichern. Außerdem bekommt ihr eine Verschlüsselung nach Militärstandard, Zwei-Faktor-Authentifizierung und biometrische Logins. Wenn ihr euch jedoch für die Premium-Version entscheidet, bekommt ihr unbegrenzte Freigabe und Synchronisierung der Passwörter. Und sogar ein VPN-Dienst ist enthalten. NordPass ist ein weiterer ausgezeichneter Passwortmanager mit einer kostenlosen Version, die eine Menge großartiger Funktionen bietet. NordPass ist ein Service von den Machern des beliebten NordVPN-Dienstes. Es nutzt eine Zero-Knowledge-Architektur, was bedeutet, dass nur ihr allein den Inhalt eures Tresors kennt. Außerdem verwendet es den branchenführenden XKecher-20-Verschlüsselungsalgorithmus, der schneller und moderner ist als die Standardverschlüsselung. Ihr habt damit die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl an Passwörtern auf einem Konto zu speichern. Ihr könnt eure Anmeldedaten mit Zwei-Faktor- und biometrischer Authentifizierung noch besser schützen. Und obwohl ihr das alles auch kostenlos bekommt, müsst ihr auf die kostenpflichtige Version upgraden, um die Passwortfreigabe freizuschalten und bis zu 6 gleichzeitige Verbindungen zu bekommen. LastPass ist auch ein beliebter Passwortmanager mit einer beeindruckenden kostenlosen Version, die eine Multifaktor-Authentifizierung bietet, Verschlüsselung auf militärischem Niveau und einen ausgezeichneten Passwortgenerator. Der Dienst ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, einschließlich Windows, Android, iOS, macOS und Linux. Es gibt auch Browsererweiterungen für die meisten gängigen Browser. Mit dem kostenlosen LastPass-Tarif könnt ihr unbegrenzt Passwörter auf eurem Gerät speichern und Passwörter mit einer Person teilen. Auf die Premium-Version aufzurüsten, ermöglicht es euch, eure Passwörter über verschiedene Geräte hinweg zu synchronisieren und Passwörter mit mehreren Personen zu teilen. Roboform ist ein erschwinglicher Passwortmanager, der, wie der Name schon sagt, das Ausfüllen von Formularen zum Kinderspiel macht. Es gibt eine großartige kostenlose Version, die gut über verschiedene Plattformen hinweg funktioniert. Darüber hinaus unterstützt Roboform Verschlüsselung nach militärischem Standard, Zwei-Faktor-Authentifizierung und biometrische Logins.
Ihr könnt mit der kostenlosen Version eine unbegrenzte Anzahl an Passwörtern speichern, Webformulare mit einem einzigen Klick ausfüllen und Passwörter generieren. Wenn ihr den Dienst allerdings auf all euren Geräten nutzen und den 24/7 Priority Support in Anspruch nehmen möchtet, dann müsst ihr auf die Premium-Version upgraden. 1Password bietet keine für immer kostenlose Version seines Passwortmanagers an. Stattdessen könnt ihr den Dienst nur 14 Tage lang kostenlos testen. Wenn ihr allerdings auf der Suche nach einem ausgezeichneten, erschwinglichen Passwortmanager seid, dann ist dieser eine großartige Option, die ihr in Betracht ziehen solltet. 1Password bietet biometrische Logins, 2-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung auf Militärniveau und es ist auf allen wichtigen Plattformen und Browsern verfügbar. Wie ihr sehen könnt, ist die Verwendung von kostenlosen Passwortmanagern ideal zum Speichern von Anmeldedaten. Wenn ihr jedoch einen kostenlosen Passwortmanager nutzt, müsst ihr euch immer die Mühe machen, eure Zugangsdaten manuell auf allen Geräten zu aktualisieren. Sind kostenlose Passwortmanager also überhaupt sinnvoll? Wenn ihr Wert auf euren Komfort legt und es euch leisten könnt, ist eine kostenpflichtige Option zweifelsohne eine lohnende Investition. Wenn ihr schon mal einen Passwortmanager ausprobiert habt oder derzeit entweder eine kostenlose oder kostenpflichtige Version nutzt, teilt uns bitte eure Erfahrungen unten in den Kommentaren mit. Vergesst nicht, uns ein Like dazulassen, wenn ihr dieses Video hilfreich fandet und abonniert den Kanal für weitere Videos.